Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist Stopp gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte nicht. Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Dem Licht. Vertraue auf die Fireflies.
Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich habe sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat doch gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück?
Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von mir. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Ugh.
Jetzt bloß keine Dummheiten. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde es. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Ich hab genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh, mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Mir egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Was ist, wenn's stimmt? Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon?
Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal! War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto.
Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Das kommt hin. Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Jetzt beeil dich! Hilf mir! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Rein ins Haus, los! Na, das lief ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bill? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sagt Tess, sie kann Lass sich den Job... Lass gefälligst Tess da raus! Ganz das tief hat in ihren... mit! Scheiße. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Ah!
Das sind Bisse. Hier und... Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Biller, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Solltest du schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn her? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weckt das Erinnerungen? Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Aber die ist gut. Oh, Mann. Na, besser als nichts. Oh, das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow! Wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Los, tu das weg jetzt. Jetzt mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh, warum kleben die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Warum schläfst du nicht ein bisschen? Okay. Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Scheiß drauf.
muss ich! Bitte! Oh Mann! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Den habe ich ja voll erwischt, hä? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut, du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Das ist nur für den Notfall. Okay. In Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts.
Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Das ist gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Mist. Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Huh? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Huh? Henry! Hey!
Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als 2 Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor? Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt?
Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht! Die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort! Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Er ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt! Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am? Danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Huh? Ellie, richtig? Ja. Was führt dich her? Das ist eine lange Geschichte. Warum gehen wir nicht rein? Ja. Hunger? Und wie? Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun.
Immun wogegen? Ja, oh, ich bitte. Weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit einer Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Einer reicht. Ein Fehler. Ein Fehler. Und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit! Haben die sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hä? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gedicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie.
Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende, Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheißerei in der Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was?
Sind es Fireflies? Deckung! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel, hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe. Es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal.
Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Oh. Los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joe. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Oh.
Wie fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Oh Mist! Du dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie! Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt!
Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da! Roll den Ärmel hoch! Guck's dir an! Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Hm.
Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Verfick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klicken in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies.
Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihm nur folgen. Okay, na komm. Hey, warte. Ach. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör es aber mir. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's.